Dönerbuben sie haben, für griechische Restaurants. Da sind wohl einige. Die fahren ja auch über den Griechendamm. Der Griechendamm hat vorne und hinten ein griechisches Restaurant. Ich war letztens auch in Griechenland und kann mir da ein Urteil erlauben, war ganz kurz drin. Und da haben sie mich freundlich behandelt. Etwas gekauft, das haben sie auch gegeben. Also man denkt ja, na, die sind ganz zornig auf uns, aber das ist nicht. Links aber Saal und Malaika von den Türen. Wir machen natürlich letztens so eine Begrüßungstour vor. Und jetzt haben wir eine große Tour vor uns, so wie es ein Wertheres. Tag und einmal von Bani Abadakati. Und von Bani Abadakati ist die Sprache der Zukunft. Afrika. Hier haben wir auch Leute aus Afrika. Wandert. Ja, aber mehr sind noch in Italien. Da waren wir. Ja. Links ist das Finanzamt. Zeig mir gleich mal. Abgeben, das wird aber heute online gemacht. Ganz interessant, wo man wieder zurückfahren kann, links auch ähnliche Spießgriller aus dem Süden, da kann man lecker essen. Im Vergleich zu Italien eine mindestens 500-fach höhere Konzentration von Spießgrillern. In Italien kannst du lange fahren, da kannst du etwa 40 Kilometer fahren, dann hast du bei den nächsten Spießgrillern. Ansonsten nur Pizza, Pasta und Gelato. Na, Italien hat das reglementiert, aber hier in Ratzeburg, da ist das nicht so. Wir
jeder machen, was er will. Ist auch Sommer. Als ich letztes Mal hier stand, da ist das Ding gar nicht immer rot gewesen. Weil mein Auto ist ziemlich klein, das reagiert dann. Ich fahre noch ein Stück. Man kann ja auch mitzählen, ich mache 1:1 Video, Reisebericht und Ratte. Und wenn das länger als 180 Sekunden ist, muss ich wohl durch. Orient. Wir begrüßen ihn mit Salam Aleikum. Da ist natürlich hier kein feiner Zug, dass man so lange warten muss. Schalte mich um. Ja, diese Reise, wenn sie denn hier nicht zu Ende ist, wenn das eben gar nicht mehr weitergeht, wäre natürlich blöde. Aber die Reise soll nach Novosibirsk gehen. Russland, asiatischer Teil. Heimatstadt so ziemlich. Das ist auch ein junger Mann aus dem Orient und die begrüßen wir ebenfalls mit Alu Akbar. Alu Akbar. Gott ist am größten als das. Und das werde ich auch demnächst anwenden und zwar in 22 Jahren. Da werde ich übertreten. Das wird immer gesagt, wenn man etwas Besonderes macht, zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Rakete abschießt oder so, dann wird in Alua Akbar gerufen. Und zwar halt in Orient. In Syrien oder so. Und das kann man ja auch sich hier übernehmen, man soll ja auch andere Kulturen akzeptieren. Jetzt fahren wir gleich bei den Griechen. Die Griechen fängt schon beim Fährhaus Athen an. Schickes Fährhaus und das ist der Damm. Rechts ist Küchensee und links habe ich eine Ratze bekommen. Das ist ein unkleines Ratzschwer, oder? Das zweite. Aber die ist nicht so beliebt. Kann man auch nicht parken.
seitlich da fällt so ein bisschen gut sein. Wir können nochmal hier vor Ort parken. Das ist ein eingetragener Warnname. Fußballfan, denn wir haben jetzt ja Fußballzeit. EM.